Hallo, in diesem Review stelle ich euch von Imuto die Powerbank Taurus X6 vor. Das ist eine Powerbank mit 30.000 mAh, also relativ groß. Und diese Powerbank bietet es an, dass man drei Geräte auf einmal aufladen kann. Dabei spielt die Größe der Geräte jetzt nicht wirklich eine Rolle. Hier seitlich ist ein Ausschalter. Wenn ich es einschalte, sehe ich die Restkapazität in Prozent auf dem digitalen Display, und hier auf der Seite kann ich die Powerbank aufladen. Die Powerbank kommt in so einer ganz netten Schachtel hier an, wo noch ein paar Infos draufstehen über Kapazität etc. und die Dimensionen und was es wiegt. Weiterhin haben wir hier einen kleinen Packbeutel, der ist leicht gepolstert. Riecht überhaupt nicht nach irgendwelchen Chemikalien, sehr angenehm. Und es ist ein dickes Ladekabel dabei, das sich auch recht hochwertig anfühlt. Und eine Bedienungsanleitung, unter anderem auch in deutscher Sprache: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch. Ja, das war's. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz. Man kann hier wirklich drei Geräte ohne Probleme auf einmal aufladen. Ich habe jetzt hier ein iPhone 6S Plus. Lädt auf. Dann habe ich ein iPad. Lädt auf. Und dann habe ich noch ein Kindle. Und auch das Kindle wird aufgeladen. Also alle drei Geräte auf einmal. Auch wenn es jetzt zwei größere Geräte sind. Und auch das Telefon ist ein iPhone 6S Plus. Ist auch kein kleines Smartphone. Kein Problem, werden alle drei auf einmal aufgeladen. Die Powerbank selbst lädt man auch mit diesem mitgelieferten Kabel auf. Dann eben auf der anderen Seite reinstecken. Ladegerät ist keins dabei, dann nehme ich einfach das Ladegerät von meinem Telefon. Und dann kann man die Powerbank aufladen, und beim Laden blinkt sie eben dann so, bis sie voll ist. Okay, von der Qualität her, das Teil macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Ist ein hochwertiger Kunststoff genommen worden. Hier außen alles sehr rund und angenehm, ist ein Handschmeichler. Von daher gibt es überhaupt nichts Negatives, was man darüber sagen kann. Für mich macht es einen wirklich sehr guten Eindruck. Von daher gebe ich 5 von 5 Sternen dafür. Okay, das war es auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.